Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 1. Im letzten Part haben wir hier den Chaos-Turm betreten und dann sind wir hier in diesen Raum gelangt, wo wir selbstverständlich von Zufallskämpfen unterbrochen werden. Und was haben wir denn hier? Kisten, die ich als erstes haben will. Mit einem Super-Ether. Und was haben wir hier? Ein Elixier. So, ich bin mal gespannt, was diese Steintafel jetzt bewirkt. Was zum... ist das jetzt für ein Sprite? Ich drehe gerade meinen Kopf, komme aber gerade nicht irgendwie... Aha. Ja. Wird schon stimmen. Ist okay. Mit neuen Gegnern. Wobei, nein, das sind nicht mehr neue Gegner, oder? Das sind doch alte Gegner, oder? Wobei, nein, der Eisgigas könnte neu sein. Oder hatten wir den nicht auch schon? Ich weiß es nicht. Einfach mal weg damit mit Feuer. Zack. Wunderbar. Da ist nix. Da auch nicht. Bin ja mal gespannt, wo sitzt hier. Ah, da haben wir. Nein, das war die Treppe nach unten. Aha. Bin ich jetzt hier richtig? Ich bin mir da ehrlich gesagt gerade nicht so sicher. Ich hoffe es jetzt einfach mal. So. Okay, hier war ich wenigstens noch nicht. Und das ist auf jeden Fall schon mal gut. Alter, unter 1500 Erfahrungspunkte hört hier kein Kampf auf. Unter 1500 Erfahrung. Es wäre mir ganz recht, wenn mal ein paar Zufallskämpfe weniger kommen würden. Das wäre mal ganz willkommen. Aber es wären irgendwie immer mehr anstatt weniger. So, was gibt's denn hier drin Schönes? Wohl nur einen großen Raum oder was? Wohl nicht ganz. Okay. Gut, hier komme ich also nicht weiter. Vielleicht gibt es ja hier links genau den gleichen Raum nochmal. Ja, auf der anderen Seite. Wird doch eh nicht der richtige Raum sein. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Und es kommen wirklich extrem viele Zufallskämpfe. Was? Wieso? Hä? Wieso jetzt der Todbringer? Ich verstehe jetzt nicht so ganz. Ich hoffe, der greift jetzt nicht Vivi an. Okay, jetzt kann er Vivi angreifen. Wieso der Todbringer? Okay, ja. Aha. Anscheinend eine stärkere Version von ihm. Okay. Und davon habe ich jetzt genau genommen was? Ey, es ist so toll, was Bam für einen Schaden macht. Es ist einfach nur noch klasse. Was machst du? Oh, nicht auf Bam! Du Arschloch. Du Arschloch. Ach halt, da wissen wir ja was. Da kann doch sicherlich Allheilmittel was machen. Und währenddessen machst du mal Hast. Ach so, ja, oder so. Wenn er schon besiegt ist, dann ebenso. Okay, jetzt will ich mich mal was interessieren. Es war mir so klar. Da kann man doch nur lachen, oder? Es war so klar.
Es war sowas von klar. Oh, haben die bei dem Spiel eigentlich einmal irgendwie ein bisschen überlegt, wo sie jetzt einen Gegner hinsetzen? Oh. Es war so klar. Oh, okay, er ist schnell besiegt, der Todbringer. So. Du machst mal kurz Heiliger. Und du haust einen Flair nochmal rein. Oh Mann, ey. Es war so klar. Es war so klar. Ah. Mal wieder typisch. Egal. Also gut. Ich würde mal sagen, wir müssen jetzt hier rechts. Kann ich hier durch? Nein. Nach rechts zu der Treppe. Das ist eine Tür. So, gibt's denn hier irgendwo was? Nein. Was hat dieser Raum dann für einen Sinn? Außer gar keinen. Hä? Bin ich jetzt ganz bescheuert oder was? Hm. Ja, bin ich wohl, denn hier geht's weiter. Mit einfach viel zu vielen Gegnern. Also das ist hier in dem Spiel echt maßlos übertrieben. Leck mich doch. Das war mir klar. Damit habe ich gerechnet. So, leise, ich darf jetzt die ganzen Gegner, die ganzen vier Stück nochmal besiegen. Die vier Chaose oder was, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Dürfte aber eigentlich kein Problem sein. Wir haben doch alle keine Chance, die ganzen Chaose. Keine Chance. Da, ich hau euch alles rein, was ich hab. Alles, was ich hab, hau ich euch rein. Es lohnt sich bei euch ja nicht mal, dass ich irgendwie meine Angriffe verstärke. Es lohnt sich nicht. Da, ich sag's ja, es lohnt sich nicht. Es würde keinen Sinn machen, meinen Angriff zu verstärken. Ja, das Tempel drittes Untergeschoss, okay. So, geht's hier weiter? Nein. Hier? Hier ist auf jeden Fall schon mal ein langer Weg. Und sowas ist eigentlich immer gut, aber mit den Monsterverteilungen haben sie es nicht so, wenn hier Haie auftauchen. Ach so, warte mal, jetzt check ich das. Ach so machen die das. Alles klar. Deswegen kamen also dieses Mal nur Wassermonster und vorher nur Feuermonster. Ah, dann, je nachdem welches Chaos jetzt auf dieser Ebene ist, kommen auch nur Monster von dem dementsprechenden Chaos. So. Bevor ich mit dir angreife, mache ich eine Runde Heilgar. Ich würde mal sagen, bei dir könnte Blitzgar eventuell mehr abziehen als Flair. Wenn du auf Blitzgar anfällig bist. Das sehe ich jetzt gleich vom Schaden. Ah. Ah. Bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Kannst jetzt eigentlich relativ schlecht sagen. Ich mache jetzt einfach mal noch Flair auf ihn. Und dann sehe ich ja, welcher von beiden Angriffen mehr abzieht. Aber Flair sieht cool aus, muss man sagen. Ja, Flair zieht definitiv mehr ab. Wunderbar. Aquadon hat keine Chance. Hat er irgendwie null? Also ja. Ja. Ciao, Aquadon. War mir eine Ehre. Es war schön mit dir. Muss ich jetzt auch nochmal gegen Tiamat kämpfen? Nehme ich mal an. Oh, ist das ein Labyrinth. Gut, es kommen...
Ups. Jetzt habe ich gemeint, dass das ein Zufallskampf ist. Ups. Jetzt bin ich volle Lotter in den Kampf reingelaufen. Ups, Entschuldigung, Leute. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass der hier schon kommt. Ja, meine Güte. Damit habe ich jetzt nicht wirklich gerechnet, dass der schon kommt. Muss zugeben, der hat mich überrascht. Sehr sogar. Aber ist okay. Chancen hat er trotzdem keine. So. Dann hau ich mit dir mal noch einen Sanctus rein. Und mit dir eigenen Angriff-Trefferquote. Brauche ich nicht. Mach du noch Flair. Na, Tiamat? Geht's dir gut? Noch vielleicht. Aber nicht mehr lange. Oh, du lebst ja immer noch. Bist ja ganz schön penetrant. So, haben wir dir noch einen Sanctus rein. Haben wir dir noch einen Flair rein. So. Ja, so ist das ordentlich. So ist das ordentlich. Du hast unerwartet viele HP. Ah, du bist tot, okay. Er hatte mehr HP, als ich dachte. Vielleicht checken sie es ja endlich mal, dass du dir noch mal mehr HP geben könnten. So, jetzt gibt es erstmal eine riesen Gruppenheilung für alle. Und dann noch kurz mit einem Äther. Komm. So. Wunderbar. Mal kurz Isaac voll heile mit Äther. Schluck das Zeug. Vivi, schluck das Zeug. Nimm die Steroide. Okay. Gut, wir sind alle total auf Drogen. Und dann können wir hier mal weitergehen. Oh, da geht's schon weiter. Chaos Tempel 5, das Untergeschoss, okay. Gegen wen kämpfe ich jetzt hier? Mich würde jetzt interessieren, was dann hier für Monster kommen. Hier kommen anscheinend gar keine Monster. Ja, das finde ich natürlich gut, wenn hier keine Monster kommen. Dann kann ich mich hier nämlich erstmal in aller Seelenruhe umschauen. Aber hier gibt es nichts. Nein, hier kommen keine Monster und hier gibt es nichts. Soll heißen, ich nehme mal an, hier gibt es den Endboss. Kurze Heilung für alle. So. Wir wollen ja topfit zum Endgegner erscheinen. Halt, da habe ich was gesehen. Da kann noch jemand, da hat jemand ein Level-Up bekommen. Okay. Was? Dich kenne ich doch. Warte mal, dich kenne ich. Wie heißt du? Gordon? War das Gordon? Erinnert ihr euch an mich? An den größten Ritter aller Zeiten. Ich bin es, Garland. Bist du jetzt wieder Oberbösewicht? In einer fernen Zukunft. Es ist euch gelungen, mich zu überrumpeln. Doch 2000 Jahre sollen noch ins Land ziehen, bis es soweit ist. Unser letzter Kampf ging zu euren Gunsten aus und ich sah mein Leben verwirkt. Doch vier mysteriöse Kräfte retteten mich und ich unternahm eine Zeitreise. Und als ich ankam an diesem Ort, den nun auch ihr betreten habt, schickte ich die vier Chaose in die Zukunft. Und ich bediente mich der vier mysteriösen Kräfte, die mir schon einmal halfen, und holte mein sterbendes Ich zurück in die Vergangenheit. 2000 Jahre später werde ich all meine Erinnerungen verloren haben. Doch der Strudel der Zeit, die nie endende Zeitspirale, würde es mir ermöglichen, mich in der Zukunft
wieder vor dem Untergang zu bewahren. Ihr werdet in dieser Vergangenheit für immer sterben und ich für immer leben. In dem von mir geschaffenen Zeitraum der Unendlichkeit. Alles klar. Ich würde mal sagen, das ist wohl der finale Boss. Chaos. Mit einer neuen Musik. Ich bin mal gespannt, was der so drauf hat. Feuer. Okay. Sieht stylisch aus. Wow. Du könntest vielleicht ein bisschen gefährlich werden. Aber das haben wir gleich. Ihr greift an. Du benutzt mal Ex-All. Als erstes auf ihn. Du machst Host. Tsunami. Alles klar. Du greifst also mit verschiedenen Elementen an. Wenn ich das bis jetzt so richtig verstanden habe. Und das mit nicht mal allzu wenig Schaden. Okay. Dann machen wir das jetzt so. Wartet's mal. Item. Ach komm. Ich bin noch eh überlevelt. So. Dann machen wir mit dir einmal Heilger. Und du machst Mumm auf Spike. Ja, du benutzt alle vier Elemente. Ich würde mal an dem Bam jetzt immer noch sehr viel Schaden. Das, obwohl er schon Ex-All hat. Ach du Scheiße. Gut, dass ich Ex-All als erstes auf ihn gemacht habe. Geil. So will ich das sehen, Bam. So will ich das sehen. So, du machst da noch Hast auf ihn. Erdbeben, okay. Geht euch alles daneben. Ach, Bam, das ist so toll, was du da machst. Das ist so toll, was du da machst. So, jetzt sind wir alle wieder relativ gut geheilt. Und dann mache ich doch mal weiter mit Ex-All. Auf dich. Du. Ja. Du kannst eigentlich fast gar nichts mehr für mich jetzt machen. Deswegen mach einfach mal Flair. Komm. Okay, du wechselst dich anscheinend immer mit deinen Elementen ab. Dann war es ja gut, dass ich Ex-All gemacht habe. Oder besser gesagt, gerade dabei bin, es auf alle zu machen. Ja, endlich mal ein Boss, der was aushält. Das wurde aber auch endlich mal Zeit. Dass die endlich mal hier einen Boss raushauen, der was aushält. Und der auch mal ein bisschen was austeilen kann. Das wurde aber auch wirklich Zeit. Oh ja, und wie Zeit das wurde. Endlich hauen die hier mal einen gescheiten Boss raus. Ja, das Chaos gefällt mir. Sieht zwar etwas verstörend aus, will ich jetzt beinahe mal sagen, aber der Kampf an sich ist cool. So, mit Flair machen wir weiter. Oh, faul. Nein, mach nicht sowas, mach nicht sowas. Oh, jetzt zieh ich doch nur noch die Hälfte ab. Mach doch nicht sowas, jetzt zieh ich doch nur noch die Hälfte ab. So, dann machst du mal bitte Transpa. Oder warte mal, nein. Du machst einfach mal Heilger. Nicht, dass der noch irgendeinen Assenämmel hat. Und du machst Hast auf Bam. Mich wundert, dass Spike 16 Mal angreift, obwohl er Hast hat. Und Bam mit Hast 32 Mal angreift. Egal.
Fakt ist, der Schaden, den wir zufügen, ist schön hoch. Und es gefällt mir vor allem, dass der so extrem hohe KP hat. Das ist gut. Es wurde Zeit. Endlich mal ein Boss mit KP. Schön, 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 schön. Endlich ein Boss, der ein paar KP hat. So, was mache ich denn jetzt mit dir? Mache ich einfach weiter mit Heilger. Und bei dir mache ich einfach weiter mit Flair. Ja, wir werden alle aufs Maximum wieder geheilt. Oh. Oh, da. Okay. Das ist das Ende von Garland, beziehungsweise Chaos. Oder um es anders zu formulieren, das Ende des Chaos. Schönes, schönes Bild, schöne Landschaft. Die aus den Fugen geratene Zeit hat wieder in ihre Bahnen gefunden. Das Band, das Vergangenheit und Zukunft unmittelbar zusammenführte, ist nun endlich getrennt. Der über 2000 Jahre andauernde Kampf zwischen Gut und Böse ist vorbei. Das gleißende Schutzlicht der Kristalle hat sich einmal mehr über diese Welt gelegt und Wind, Wasser, Erde und Feuer wieder aufleben lassen. Ein belangloses Missverständnis schürte in Garlands Herzen einen über 2000 Jahre währenden Hass. Als sein von Hass erfülltes Herz auf die natürliche Kraft der vier Kristalle traf, nahm das Schicksal seinen Lauf. Die Chaose waren geboren und Monster erwachten zum Leben. Viel zu viele Monster, viel zu viele. Doch auch diese finstere Zeit wird nun einer hellen Zukunft weichen. Das Gleichgewicht scheint wiederhergestellt. Die vier Gefährten werden ein weiteres Mal durch die Zeit reisen. Doch dieses Mal werden sie in einer Welt ankommen, die sie gut kennen. Ihre Heimatwelt. Auch Prinzessin Sella und die Königin werden auf unsere vier Gefährten warten. Auch Garland. Einer Zeit voller Unruhen, an deren Anfang sich nur noch die wenigsten erinnern werden. Die Zeit geriet aus den Fugen und verband Vergangenheit und Zukunft. Vier Gefährten, entschlossen und mutig, befreiten diese Welt von ihrer Dunkelheit und brachten das Licht zurück, welches alles Leben mit Glück und Freude erfüllt. Doch die Erinnerungen an diese vergangenen Geschehnisse scheinen bereits zu verblassen. Denn nun gehört Vergangenes tatsächlich der Vergangenheit an. Der Strom der Zeit ist in seine Bahn gelenkt worden. In Vergessenheit geraten werden die vier Gefährten und ihre Heldentaten nie. Sie werden weiterleben in Erzählungen und Märchen.
Zwerge, Elfen, ja sogar Drachen und Himmelmenschen werden ihre Nachkommen von den wagemutigen Kämpfern des Lichts erzählen. Ihre Ankunft aus der Vergangenheit steht kurz bevor. Die Erinnerungen an die unzähligen Gefahren und Abenteuer, die sie erlebten und gemeinsam bestritten, sind tief in ihren Herzen verborgen. Von nun an werden sie ihre Wege gehen, doch sie werden wachsam sein. Es darf nicht vergessen werden, dass die Kräfte der Kristalle stets den Guten dienen müssen. Die Kraft des Lichtes darf nicht von der Dunkelheit überschattet werden. Vergessen werden darf auch nicht, dass der hellste Lichtstrahl aus deinem Herzen erstrahlt. Schließlich hast du den 2000 Jahre andauernden Kampf beendet. Final Fantasy. Ja, ich kann den Controller wohl beiseite legen. Wie immer, einen Schluck Wasser trinken ist diesmal nicht möglich, da ich derzeit keins bei mir habe. Gut. Final Fantasy 1. Spiel mit geteilter Meinung, sage ich jetzt einmal von mir. Das Spiel an sich ist gut. Hat mir Spaß gemacht an manchen Stellen. An manchen Stellen hätte ich es einfach nur erschlagen können. Weil es einfach nur noch rotzig nervig ist. Nicht schwer oder so, nein. Einfach nur noch rotze nervig. Ach, Nobuo Uematsu. Wen wundert's, dass du Gott hier mitgemacht hast? Deswegen ist die Musik also mal wieder so ein Burner gewesen. Ja, da brauche ich gar nichts dazu sagen, die Musik Burner. Allerdings ist das eigentlich bei jedem Final Fantasy fast so. Überall Burner, Burner, Burner. Einfach nur noch geile Musik. Ja, die Story. In der Regel relativ simpel, sage ich jetzt einmal. Es geht um vier Kristalle, die haben ihr Licht verloren. Ihr seid die Krieger des Lichts. Die vier Kristalle sollen wieder erstrahlen. Ihr müsst das Chaos vernichten. Ganz einfach. Im Großen und Ganzen ein schönes Spiel. Mit vielen Frustmomenten, muss man dazu sagen. Ja, vor allem, weil relativ wenig erklärt wird. Also das ist ein Spiel, da musst du dir wirklich noch alles selbst zusammensuchen. Und zwar wirklich aufs Übelste. Da musst du dir wirklich volle Lotte alles zusammensuchen. Wem es gefällt, für den ist es sicherlich das Höchste. Wer auf sowas steht wie, keine Ahnung, wo man einfach die ganze Zeit suchen muss, wo man die ganze Welt erkunden muss, um überhaupt irgendwie einen Millimeter mal weiterzukommen. Wer auf sowas steht, bitte. Mein Geschmack ist sowas jetzt nicht. Ich mag es eigentlich, wenn ich wenigstens einen kleinen Anhaltspunkt bekomme. Wenn mir wenigstens nur kurz gesagt wird, du, das und das steht an. Aber das wird dir hier nicht mehr gesagt. Bestes Beispiel, das Luftschiff. Egal. Ist ja auch egal. Im Großen und Ganzen, schönes Spiel. Nur, was man sagen muss. Beim besten Willen. Zufallskämpfe hin oder her. Ich finde Zufallskämpfe super. Es ist eine super Art für die Kämpfe. Aber man kann es beim besten Willen auch übertreiben. In dem Spiel wurde es definitiv übertrieben. Mit den Zufallskämpfen. Was ist das jetzt? Kompliziertes Spiel speichern. Die Einträge in der Monsterfibel bleiben beim Speichern erhalten, danach kann ein neues Spiel begonnen werden. Ja, mach halt mal. Ja. Komm.
Final Fantasy ist eh vorbei. Mache ich die Chaos, mache ich die Geheimtempel? Nein, mache ich nicht. Jetzt nur kurz schauen, was passiert, wenn ich den lade. Aha, okay. Alles klar. Okay, Freunde, wie gesagt, man kann es mit den Zufallskämpfen auch definitiv übertreiben. Aber ansonsten, schönes Spiel. Ob ich es nochmal spielen werde, privat meine ich jetzt, ich weiß es nicht. Ich kann es euch beim besten Willen nicht sagen. Aber das steht sowieso noch in ferner Zeit. Also gut, Leute. Das war Let's Play Final Fantasy 1. Ich danke euch fürs Zusehen. Und bis zu meinem nächsten Projekt. Ciao.